Hallo Leser von Gitarre und Bass, wir sind hier in Mannheim bei Hanno Busch, einem der renommiertesten Jazz-Gitarristen der heutigen Zeit, kann man das sagen? Das hast du gesagt. Ja, frage ich den Richtigen. Ne? Aber zumindest einer, der sozusagen in der Szene mehr als nur Insider-Tipp gilt. Weswegen wir dich aber hier haben, ist, Hanno, du sollst ein bisschen was erzählen über Equipment, was du jungen Jazzmusikern empfehlen würdest. Dazu kommen wir aber gleich. Die erste Frage ist, als du angefangen bist, Musik zu machen, was war da sozusagen die größte Schwierigkeit für dich, ein professionelles Equipment zu bekommen? Der Preis oder das fehlende Geld oder die fehlende Erfahrung, worauf man zu achten hat? Also im Rückblick würde ich sagen, dass wahrscheinlich die größte oder die, was am meisten Zeit gefressen hat, ist überhaupt sich das Wissen anzueignen, worauf es ankommt. Ne, das ist einfach ganz klar die Generation vor YouTube. Ne, ich habe angefangen, Gitarre zu spielen in den 80ern, Ende der 80er. Und ich habe dann so ganz scheibchenweise über meinen ersten Gitarrenlehrer, dann gab es eine Musikschule in dem Ort, wo ich war, einen Musikladen, einen sehr provinziellen Musikladen natürlich. Wo stammst du? Aus Remscheid. Will den Läden in Remscheid nicht unrecht tun, weil es gibt auch einen etwas größeren, inzwischen sehr professionellen Laden. Aber damals gab es noch einen viel kleineren Laden, der bei mir in der Ecke war, wo ich so die ersten Gitarren-Amps gesehen habe, die natürlich Transistor-Amps waren und keine Röhren-Amps waren. Und dann habe ich so ganz scheibchenweise dazu gelernt, was es noch so alles gibt. Und tatsächlich inklusive des Jazz-Studiums, muss ich mal sagen, also bis ich so Mitte 20 war, war ich da relativ unwissend und unbedarft und habe dann tatsächlich, ja, bin ich irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Gig bei Sascha gekommen irgendwie. Bin dann also direkt aus dem Jazz-Studium in den Nightliner und auf die großen Bühnen und habe da dann tatsächlich sehr viel von meinem Backliner gelernt. Das war so eine große Produktion mit vielen Backlinern, die waren unterwegs für Fury in the Slaughterhouse, für die Ärzte und waren so richtige Rocker und kannten sich gut aus mit tourtauglichem, guten Gitarren-Equipment. Und der hat mir ganz viel erklärt. Hat mir gesagt, guck mal, kauf doch mal das, guck doch mal den Amp, probier mal das aus, hier gibt's einen guten Verzerrer, hier, das machen wir jetzt mal so, hat mir das Pedalboard gebaut. Da habe ich unheimlich viel gelernt auf meiner ersten Tour mit Sascha. Okay. Das ganze Interview mit Hanno und auch über seine Empfehlungen an junge Musiker lest ihr bei uns im nächsten Heft.